Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Christopher Chaos Van Life. Nee, Christopher Van Life. Und ihr seht heute in der Folge den Allradsplitter von der lieben Franzi, wie wir den vorbereiten für den Ausbau. Uwe als Geist schon vorhanden. Ihr seht hier Uwe als Geist. Klaus, findest du gut, oder? Ja, ist nicht drin. Aber nicht drin, ne? Doch, die Dämmung ist schon drin. Es fehlen noch ein paar Fenster, weil Uwe gerade Mittag macht. Und die Metallseite nie Pause, deswegen sind wir halt hier. Und Thomas sitzt oben auf dem Dach. Warum? Er genießt die Aussicht. Ich mache heute mal ein Loch rein ins Dach. Sauber, das guck mal an. So, Klaus geht jetzt die Höllenleiter nach oben und versucht Treppen zu steigen. Kann er eigentlich nicht. Ja, aber wie ist das jetzt hier versicherungstechnisch? Naja, das wird Rotz. Das ist eigentlich nur eine Leiter zum Hochsteigen. Deswegen sitzt ja Thomas auf dem Dach und hängt nicht auf der Leiter. Also ich dachte, das ist die Karriereleiter. Naja, die Karriere. Ja, ich bin schon ganz oben. Ja, dann ist schon ganz oben. Magst du was, Klaus? So, Thomas knallt jetzt ein Loch rein. Live. Live ist live. Ich mach mich aus. Oder? Genau, ich habe ja mir das angezeichnet, was das, wie groß das Loch werden soll. Es wird ein 40x40, das wird ein, für einen Max-Van ist das. Das ist ein Ventilator, soll das werden. Und da muss man halt 40x40 ausschneiden. Und ich mache das immer so, dass ich mir das abklebe, dass es dann keine Kratzer gibt und in alle vier Ecken erstmal ein Loch bohre, damit ich dann mit der Säge rein kann. Das ist immer ein komisches Gefühl. Vor allen Dingen habe ich ja früher die Autos repariert, jetzt mache ich sie kaputt. Dafür aber Geld kriegen. Das ist auch noch. Ich glaube, jetzt ist auch noch mein Akku alle. Nee, ist noch nicht. Hat noch ein bisschen Zeit. So. Aber im Prinzip wie wenn man eine Spüle einsetzt, oder? Ja, wie im. Ja, kann man so sehen. Das nur dass man es halt in Blech einarbeitet. Das große Loch. Jetzt wird's laut. So, und dann haben wir schon mal das grobe Loch. Und dann müssen wir noch ein paar Feinarbeiten, sauber machen. Und dann können wir das Max-Fan schon einkleben. Die Platzierung wäre zu beachten. Das sieht man hier zum Beispiel. Sollte man diese Verstrebung sollte man nicht zerschneiden. Das ist ja eine Dachverstärkung. Und da kann man also nur dazwischen gehen. Und das wäre erstmal das Wichtigste, dass man das beachtet. Und dann kann man es halt eigentlich platzieren auf dem Dach, wo man will. Also Thomas macht jetzt noch ein bisschen Krach im Hintergrund, ne? Also gewöhnt euch mal an ordentlich Krach. Wir sind Profis im Kaputtmachen, habt ihr gerade gesehen. Thomas knallt gern Löcher rein. Ich habe gestern auch mal wieder die Freude gespürt, Löcher in Autos zu schneiden. Und zwar habt ihr hier so ein kleinen Mercedes Vito, der jetzt umgebaut wird zum Whirlpool. Also Kamera Klaus alias Camillo läuft jetzt gerade mal so schön in dem Dach rumher und freut sich tierisch drauf, das erste Mal Wasser im Auto zu haben. Das heißt, wenn wir ein Schwimmbad draus bauen, nee, das machen wir natürlich nicht. Also kommt dann das Klappdach rein, es kommt jetzt erstmal der Einbauraum noch ran und dann wird das Dach aufgesetzt. Zu laut? Nee. Man sieht hier eigentlich gut, wie aufwendig es im Mercedes ist. Das liegt halt daran, dass das Dach im Mercedes total instabil ist.
und dafür die Bodengruppe ist ja stabil. Und bei VW ist es eben genau umgedreht. Ne? Haben wir ein relativ stabiles Dach und eine total instabile Bodengruppe. Ist so wahrscheinlich, der Hersteller hat sich das mal einfallen lassen, um den Crash. Das Auto muss ja in irgendeine Richtung verformen. Genau. Also oben kommt dann ein Verstärkungsraum rein, wird eingenietet, dann kommt das Dach drauf, das Bettsystem. Antenne wird umverlegt, relativ aufwendig zu bauen. Also im T5 geht es deutlich schneller, kostet mehr Geld. Hier ist das Dach etwas günstiger, macht sich aber dann mit der Arbeitszeit eigentlich wieder, gleicht sich aus. Genau. Naja, also dass man es sauber macht, ne? Also dass man schön viel Folie überall hinklebt. Hier, dass zum Beispiel die Außenautos total verliert, dass man gar keine Kratzer macht. Sauberkeit ist, glaube ich, das Wichtigste und genau anzuzeichnen. Ne? Also 2 mm Unterschied ist nicht schlimm, weil alle ja denken, hier, das muss da Form. Also ein bisschen Toleranz hat man. Ne? Es wäre auch tatsächlich im Handgelenk, das ist halt keine CNC-Fräse, sondern man muss da schon ein bisschen eine leichte Toleranz vom Hersteller haben. Die hat man hier und egal ob Raimo SCA oder andere Mitbewerber, die räumen das schon ein. Ja? Also es wird so gebaut, dass man da so ein 2 mm Spiel hat, aber eben nicht mehr. Also auf jeder Seite oder? Nein, also insgesamt. Ja, ja. Also das ist aber eigentlich kein Problem. Also jemand, der schon mal eine Stichsäge in der Hand hatte, weiß eigentlich, dass man das ganz gut hinbekommt. Kann auch so Führungsschienen verwenden, wenn man das hat. Wir brauchen das nicht, manche machen das so. Aber es wird vorneweg angezeichnet und wir kriegen es eigentlich immer ganz gut hin. Ja. Ich kann mal nachts im Schlaf wecken. Da knallen wir Löcher in die Dächer. Also es ist einmal lustig für Leute, oder am besten ist, wenn der Kunde daneben steht und denkt dann, oh mein Gott, mein Auto ist kaputt. Aber hinterher ist meistens die Freude viel, viel größer, indem man halt dann halt einfach komfortabler schläft und nicht mehr in diesem Kokon liegt. Ne? Und kann ich bestätigen. Kann ja Camillo bestätigen. Es ist halt, man muss nicht mehr so viel umräumen. Man klappt auf, schläft, klappt zu, fährt weiter. Ja, vor allem kann man drin stehen. Richtig, und das Stehen ist halt tatsächlich in einem schlechten Tag eigentlich das Coolste am Klappdach. Im Sommer ist das eher nicht so das Problem, gehst halt raus, aber bei einem Schauer kann man halt einfach sich in sein Auto stellen. Ne? Und gemütlich kochen oder whatever, stricken, Fußball spielen, was man auch immer so in einem Auto macht. Ja. Kannst du auch jemanden zerteilen und Kinder? Ja, es ist halt vorbereitet für einen Mord. Ne? Das haben wir natürlich nicht so gesagt. Camillo hat immer so irgendwie kranke Fantasien, keine Ahnung, was mit dem Fall. Das liegt auf der Hand hier. Und seine Frau wird ihn danach wieder bestrafen, indem sie sagen, was quatschst du da eigentlich für einen Müll? Wir haben Bedeck gerne Dexter gemacht. Ach so. Guck mal, das ist wirklich die klassische Dexter-Mobil. Dexter-Mobil ist das jetzt. Ja, toll. Der Kunde wird sich freuen, dass du sein Auto zum Dexter-Mobil machst. Okay. Genau. Schön. Ja. Wunderbar. So, da gehen wir mal zum. Hier. Wolltest du auch noch mal reinschauen? Ah, der Breukass, ja. Also, es ist nichts passiert am Breukass bis jetzt. Zeitdruck von Kundenaufträgen ist was anderes. Uwe will irgendwas von mir, er macht so. Was willst du, Uwe? Metallstaubsauger. Metallstaubsauger, wo der ist? Der Metallstaubsauger, warte mal, Camillo, der Metallstaubsauger ist hier drüben. Ordentlich aufgeräumt. Ja? Ja? Hier ist er. Der Metallstaubsauger. Ist ja klar. Warum stand er da noch nie? Ganz klar, weil natürlich den niemand benutzt. Außer wir auf dem Dach. Also hier kommt der. Uwe, das kannst du eigentlich mal machen. Ja, ich habe aber nur gefragt, wo er ist. Weil Uwe macht nur so, ne? Zum Thema erzgebirgisch reden. Weiß natürlich jeder. Und da ist sozusagen eigentlich schon alles geklärt. Ist nicht der Scheuerhader, sondern ist der Staubsauger. Ne? Also, ich habe schon wieder vergessen, Thomas hat dem einen Namen gegeben. Wie heißt das Ding? Wie heißt der Staubsauger? Ach, der R2D2. Genau, R2D2. Na, Thomas kriegt jetzt den Schlauch gereicht. Ich ziehe jetzt das Stromkabel ran, ja? Und so sind drei Menschen immerhin beschäftigt. Ja. Ja. Einmal Strom für alle. Ja, gehen wir nochmal rüber, Camillo. Wir haben so manchmal Drehkonsolenprobleme. Also die haben wir eigentlich nicht. Aber Höhenprobleme,
Und hier klassisches Beispiel, T6, kein Platz. Haben wir jetzt eine Lithium-Batterie eingebaut, zwei Drehkonsolen. Genau. Das kenne ich. Das kennst du. Nur die Batterie kennst du nicht. Das ist nämlich die entwickelte Konsolenbatterie, die nicht passt. Auch geil. Total geil. Also wir haben sie auch liebevoll die Thomas-Batterie genannt. Weil Thomas sich jedes Mal fragt, welcher schwindliche Ingenieur diese Konsolenbatterie entwickelt hat, weil die passt in keinen einzigen T5 und auch in keinen einzigen T6. Das muss man auch mal zeigen, weil die passt natürlich nur in den T6, indem man die Konsole komplett umarbeitet. Genau. Und es ist so nervig und aufwendig. Also es geht ja um diesen Höhenunterschied. Es geht um diesen Höhenunterschied, genau. Also das ist normalerweise höher. Ja. Und dann hat die Firma Raimo eine neue Drehkonsole entwickelt oder entwickeln lassen, die ultraflach ist, sieht ihr, die geht nicht mehr nach unten. Die unglaublich gut bestellbar war, niemals lieferbar. Jetzt haben wir glücklicherweise den Goldstaub im Keller und haben gleich mehrere geordert und müssen nicht mehr ganz so viel umarbeiten. Aber diese Konsolenbatterie haben sie definitiv nicht für den T6 entwickelt, sondern eher wahrscheinlich für den Fiat Ducato. Die bauen wir halt nie oder ganz selten. Dadurch wissen wir bis heute nicht, für was man eigentlich die Batterie entwickelt hat. Ja, weil da, wo wir sie bräuchten, passt sie nicht. Ja, genau. Also Drehkonsole umgebaut. Jetzt die spezielle Drehkonsole oder halt den Fuß, also das heißt den ganzen Sitz auf Fuß, wo der Sitz aufsteht, umgebaut, dann passt sie rein. Es ist eine geile Batterie, die halt nur nicht passt. Na, aber wenn man ein bisschen Tüftler ist, kriegt man sie schon unter. Na gut, aber dann muss man natürlich zeitlich auch ganz anders kalkulieren. Genau, also wir bauen halt, es wäre halt schön, wenn man eine Plug-and-Play-Lösung hätte. Also im T6 ist es eigentlich easy cheesy, das zu machen. Wenn ich Batteriehersteller wäre, hätte ich schon längst eine Batterie, die genau das Maß der 80 Ampere hat, die original verbaut ist, weil dann würde man die einfach auf den Fuß umbauen, einsetzen und fertig ist man. Ja, fragt mich, fragt jemand anders, warum das nicht so ist. Wir bauen bis zum heutigen Tag die Konsolen um. Das ist aus einer Stunde dann mal locker 5. Oder 6. Oder 6. Mhm. Bei VW hat es eigentlich ziemlich cool gemacht, Kabelquerschnitte zu passen, das heißt eigentlich nur Trennrelais ausbauen. Die originalen Verkabelungen kann man nutzen, die ANL-Sicherung mit dazwischen, also nochmal zusätzlich absichern, die Geschichte, Ladebooster reinhängen, Trennrelais raus. Alles schick, alles super, alles cool, funktioniert perfekt. Danke VW, dass ihr mitgedacht habt. In der Batterie habt ihr noch Nachholbedarf, aber das wird hoffentlich vielleicht dann mit dem T29 auch mal besser. Genau. So. Da gucken wir mal ein bisschen. Und Thomas ist noch auf dem Dach und es geht weiter mit Thomas. So, jetzt müssen wir das erst noch entgraden. Mein Kind ruft an. Ja, hallo. Du willst ins Freibad, na klar. Wann bist du wieder? Ja, wäre nicht schlecht, wenn du um 6 Uhr daheim bist. Gut, alles klar. Gut, bis dann. Kleine Familie während des OPs auch. Auch noch. Ja, es ist nun mal so, wenn die Kinder irgendwas haben, müssen sie mir schon Bescheid sagen, wo sie hinwollen. So, dann tun wir das Ganze entfetten. Achso, Uwe, du musst noch mal gucken, wie das von unten in den Ausschnitt reinpasst. Dass ich ungefähr. Weil wir hier oben ein Stück höher sind. Hm? Ja, das ist. Perfekt. Ich zeichne mir das nochmal an, dass ich ungefähr weiß, wie weit ich primern muss. Weil mir primern, ja, primer ist so ein. Wie soll ich denn sagen? Das ist halt primer. Das war so dusselig. Ja, das ist ein. Was ist ein Primer? Das ist wie eine Kondierung, ja, das löst leicht den Lack vom Auto an und auch den Stoff, den man verkleben will, je nachdem, ob es Plaster oder egal, um dort eine Haltbarkeit für den Kleber zu schaffen. Achtbarer Untergrund, ja, ich habe ja die Flasche hier stehen. Man kann es ja ablesen. Aber man kann ja nicht lesen. Achso, jetzt müssen wir ja das primern und das primern noch.
Obwohl wir eigentlich primerlosen Kleber nehmen, aber aus Sicherheitsgründen haben wir immer das gerne, dass es nochmal extra geprimert. Einfach nur fürs Gefühl. Ja, ein bisschen schwarze Bambe und man kann auch den Primer nutzen wir auch gerne als Grundierung, für, gerade für den Ausschnitt, dass das die Rostvorsorge hat. Uwe, kannst du mir noch einen kleinen Deckel? Irgendwo ist da noch so ein Deckel. Bitte. Es tut mir leid, aber hier. Und Gepäck, bitte. Oder ich nehme den Deckel. Du hast noch einen Deckel drauf. Ja, ich habe doch. Ja gut, dann nehme ich den. Okay. Ist gut. Geh zu deinem Date. Mit der Bärbel. Das ist auch schwarz. Das ist auch schwarz, ja, genau. Das ist eine schwarze. Es gibt auch farblos. Man nimmt gerne schwarz, dass man es sieht. Ist auch richtig hässlich wieder wegzukriegen. Deswegen Handschuhe. So, jetzt tragen wir das mal hier so ein bisschen auf. Das mal hier. So, überall ein bisschen Kleber und dann bei der Frontscheibe macht man es ja auch so, wenn man eine Glasfrontscheibe, Glasscheiben oder sowas, da primert man das auch gerne. So, gleich mal ein bisschen Rostschutz mitmachen hier, dass der Ausschnitt nicht rostet, das ist halt wichtig, da immer wieder. Sonst ist ja neben hier Sika, ist da ja dann nee, da ist sonst nichts. Das Sika macht man dicht. Also Sika ist ja der Klebstoff und der Dichtstoff. Und deswegen diesen Primer. So, jetzt habe ich das die Kartusche wieder so aufgeschnitten, wie es der Christopher schon mal in einer anderen Folge gezeigt hat. Das machen wir gerne. Und hier brauchen wir richtig viel Kleber, weil wir hier diese Erhöhung haben. Also es ist auch eine Verstärkung im Blech. Und da müssen wir ja, das müssen wir ausfüllen mit Kleber. Ne? So, und deswegen versuche ich das jetzt einmal so viel wie möglich drauf zu kriegen. Das ist ein bisschen langsam. Müssen wir mit der Kartusche mal noch ein bisschen Gas geben hier. Sonst stehen wir morgen noch hier. Geliebte Siegerwurst. So. Ja, brauchen wir etwas, ein bisschen die Luft anhalten dabei. Und dann kann man das einigermaßen gerade ziehen. Und hier immer darauf achten, dass wenn man absetzt, dass immer wieder die Verbindung hergestellt wird, dass praktisch keine Löcher entstehen und im letzten Moment die Kartusche alle, ja, dass keine Löcher entstehen, so wie hier, die sollte man eine schöne Verbindung schaffen. Dann wollen wir noch mal gucken, ob noch was rauskommt. Ja. So, das habe ich gemeint hier, dass diese Verbindung richtig schön geschaffen wird. So, dann hoffe ich doch mal, dass praktisch die Klebenaht nicht unterbrochen ist. Das müssen wir erstmal genug haben. Positionieren wir das und dann schrauben wir das fest. Da haben wir uns ja vorher was angemalt, wo es ungefähr hin muss. Und dann drücken wir das hier schön fest. So, dann kommt hier schön die Wurst raus. So, und zur Fixierung machen wir das jetzt. Schrauben wir das fest. Man kann es auch nur kleben, aber es reicht. Also könnte man auch nur kleben, wenn es das Material zulässt. Aber es ist immer so ein bisschen ein gutes Gefühl, wenn was geschraubt ist. Jetzt auch der Metaller, ja. Genau. Gut,
das war es eigentlich schon erstmal. Das nicht. Kann man bestimmt auch gut sehen, dass das unten ein bisschen abgedichtet ist, oder? Ja. Dass es schön rausgequatscht ist. Schön. Ja, die nächsten Schritte. Die nächsten Schritte werden wir dann, wie gesagt, erstmal den Grundkleber jetzt abziehen, dass das erstmal sauber ist. Dann werden wir es aushärten lassen und dann ziehen wir nochmal eine schöne Naht außen rum. Aber das mache ich bestimmt nicht ich, weil ich mache das ja nicht so gern. Und dann wird das Dachfenster bzw. diese Luke geschlossen. Wird dann montiert, dann ist es soweit dicht und dann wird es elektrisch angeschlossen. Und dann kommt noch ein Innenraum rein mit Licht und allen. Da kommt dann meistens erst zum Schluss. Und dann soll das funktionieren. Also macht's gut, haut was in die Kommentare, klingelt die Glocke, abonniert den Kanal. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.